Wie viele Pfeile habe ich denn eigentlich in meinem Köcher? Mal kurz schauen. Nicht ein. Da geht schon los. Da geht schon los. Und so will ich auf Jagd gehen. Eieieiei. Wohin fahrt ihr denn? Soll ich euch mitnehmen? Keine Ahnung. Wohin soll's gehen? Was? Wohin? Falkenring? Windhelm? Oh Gott. In Ordnung. Fährt denn hier irgendeine Kutsche mal dorthin, wo ich hin wollte? Zum Beispiel nach Weißlauf. Oder Flusswald. Von mir ist auch nach Iverstadt. Rifton, wo liegt denn Rifton? Ich habe keinerlei Karte und nichts. Kann man sich hier ein Pferd kaufen? Wer ist denn hier unten? Sieht aus wie Kaschid. Gehen wir mal ins Feuer. Hallo? Banditen belästigen die Karawanen mit jedem Schritt, aber Khajiit vertreiben sie normalerweise. Normalerweise? Was heißt das? Habt ihr Ärger? Vor ein paar Tagen geriet ich in einen Hinterhalt. Wirklich ein großes Ärgernis. Glaube ich. Aber viele der Plünderer hatten flinke Finger. Einer von ihnen stahl mein Mondamulett, das mir meine Mutter gab, als ich noch klein war. Es ist das Einzige, das mich in diesem kalten Land an meine Heimat erinnert. Ist traurig. Tja, ich könnte euer Amulett zurückholen, wenn ich wüsste, wo dieses Banditenlager ist. Das ist ein freundliches Angebot. Wir glauben, dass die Banditen Teil einer Gruppe sind, die hier ihr Hauptquartier hat. Seid vorsichtig. Ich vermisse zwar mein Amulett, aber ein Leben lässt sich nicht so leicht ersetzen. Schreib das doch mal hier rein. Vielleicht kann ich ja was tun. Mit was für Bedrohungen muss denn eine Karawane immer so fertig werden? Himmelsram ist voll von gefährlichen Bestien aller Art. Wölfe, Trolle, Mammuts und Riesen würden uns alle gerne verspeisen. Aber die Drachen sind am furchterregendsten. Glücklicherweise scheinen sie nicht entlang der Straße zu jagen. Eine interessante Information, die ich vielleicht gebrauchen kann. Denn einen Drachen möchte ich eigentlich alleine nicht entgegenstehen. Und ihr bewacht also die Karawane? Ja, ich wurde angeheuert, die anderen zu beschützen, während wir auf den Straßen von Himmelsrand unterwegs sind. Es ist eine undankbare Aufgabe und ich wäre viel lieber zu Hause in Elsweyr, aber ich habe keine Wahl. Akari befreite mich aus einem Gefängnis in Cyrodiil. Und nun stehe ich in seiner Schuld. Ich gebe euch einen Rat. Spielen und Trinken passen nicht zusammen. Gemeinsam leeren sie eure Taschen bis auf den letzten Septim. Also mit Trinken habe ich bis jetzt nur schlechte Erfahrungen. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Tja, danke. Oder zu tropischen Wäldern. Die wären auch mal nicht so schlecht, ne? Werkzeuge, Waren und Waffen. Und alles zu einem guten Preis. Naja, brauche ich erstmal nicht. Brauche ich wirklich erstmal nicht? Vielleicht gibt es ja hier... Ach ja, genau. Sowas hier. Schorstein, Iverstadt. Hier geht's ja überall nach Iverstadt. Weißlauf. Riften. Iverstadt, Weißlauf. Das ist hier recht gut bewacht, dieses Riften. Das ist doch recht gut bewacht. Moment. Bevor ich hier noch erfriere, erstmal ein bisschen
für Wärme sorgen. Ne? Hm. Eine Feste. Moment, eine Feste? Banditen? Ja, Lydia bräuchte ich. Mit meinem kleinen Wolf da rein. Weiß nicht recht, ob das so das Richtige ist. Und außerdem habe ich keine Pfeile. Hm. Sind die uns freundlich? Feindlich? Freundlich? Feindlich? Weiß es nicht, ne? Die sehen aber eher... Sind es Banditen? Ja. Wolf. Ah, das war nicht gut. Das war besser. Oh, 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 oh. Vorsichtig. Vorsichtig. Unsere Magie, sie hält nicht an. Moment, ich werde erst mal wieder meine Elfenkraft einsetzen, damit meine Magie besser regeneriert. Hm. Mit meinem Drachenschrei kann ich hier auch noch etwas aus... Da ist ein Baumschatz. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich steche euch ins Innere. Ja, nein. Das finde ich nicht gut. Mit wem spricht der? Vorsichtig, jetzt! Wo ist er hin? Verdammt! So. Er wirkt noch. Oh. Ihr werdet Himmelsrand nicht reden verlassen. Wo ist er? Nein, weg. Hier runter. Alkohol darf man nie in den Kampf ziehen. Nie. Niemals. Oder Moment. Das ist etwas anderes. Das ist ganz etwas anderes. Ich merke es. Ich merke, was das ist. Mein Körper reagiert drauf, wo meine Magie aufgebraucht ist. Dann verschwimmt alles vor meinen Augen, oder ich sehe kaum noch etwas. Hm. Wo ist der? Wo ist dieser Kämpfer?
Der war gut. Der war richtig gut. Er ist noch da. Er hört meine Schritte. Nein, er kämpft gegen jemand anderen. Wer immer das ist. Ich schau nochmal hier rauf. Sieg oder Sovngarde. Weibliche Stimme. Aber wo? Wo? Wolfsblut? Ist es da drüben? Warte, ich schau erst mal hier rein. Ein Wein nicht unbedingt. Ja, das brauchen wir auch nicht. Aber Gold nehme ich gerne. Die Lederrüstung ist nicht schlecht. Was hab ich zurzeit? Die nehme ich mir. Die nehme ich mir mit. Und ziehe sie gleich jetzt an. Ich ziehe mir sie gleich mal drüber. Ach. Ja, dann doch nicht. Die ist doch hier, ach, und hier, ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Überall ausgebeult. Überall reißen die Nähte. Nein, nein, da bleibe ich doch bei meiner. Ich höre doch hier irgendwo eine weibliche Stimme. Wo ist es nur? Schauen wir mal hier rauf. Von oben sieht man vielleicht noch mehr. Da. Da ist doch jemand, oder? Pfeile. Gerne. Den Bogen nehme ich auch. Gold sowieso. Ja, gerne. Aber langsam haben wir schon wieder zu viel. Warum haben wir denn zu viel? Was haben wir denn zu viel? Die Lederrüstung. Ach so, ja, halt, Moment. Die Stiefel müssen wir uns anziehen. Aber was haben wir denn zu viel? Ah, diese ganzen Pilze und was auch immer, ne? Tja, verrückt. Der Bogen noch dazu, ne? Was kostet denn das hier? Na, ja, das können wir wieder zurücklegen. Ist ja kaum was wert. Dann nehme ich doch lieber hier das. Gut. So, schauen wir uns noch ein bisschen um, ne? Hier geht's runter. Ne, wir gehen erst nochmal. Aha, hier geht's rein. Auch nicht schlecht. Und, warte, ich
weiß hier irgendwie nicht, wo wir wieder runterkommen. Ach, da. Gut. So, da drüben, glaube ich, haben wir auch noch jemanden seines Lebens beraubt. Hier. Schauen wir ihn uns mal an. Pfeile nehme ich wieder mit. Oh nein, haben wir zu viele. Dann reicht das, wenn ich 5 Pfeile da lasse? Ja, reicht. So, was hast du denn noch? Okay, mehr gibt's nicht. Ja, der Bogen ist natürlich viel besser, aber Moment mal. Moment mal. Der Bogen, der ist vielleicht auch was wert. So, schauen wir weiter. Was gibt's hier oben? Gar nichts. Wolfsblut, gar nichts. Außer ein Blick über die Landschaft. Mittag scheint es zu sein. Also, gehen wir mal weiter. Gehen wir nochmal runter. Dann können wir... sollten wir ins Innere schauen? Ich weiß nicht recht. Wir sind ja schon wieder fast überladen, ne? Können wir ja gar nichts mehr mitnehmen. Wir müssten irgendwie hier... Wir wollten eigentlich nur mal auf die Jagd gehen. Das war alles. Wir wollten nur auf die Jagd gehen hier. Wolf. Einer deiner Artgenossen. Hier könnte man vielleicht auch runter. Weiß nicht recht. Hier kann man auf alle Fälle rein. Und mir knurrt schon wieder mein Magen. Hier kann ich auf alle Fälle auch etwas schmieden. Schauen wir mal. Wollen wir mal schauen, ob es irgendwas gibt, was wir schmieden könnten. Nein, nicht so richtig. Moment mal, eine Laterne könnten wir uns... Das wäre auch nicht schlecht. So für Höhlen, ne? Wäre nicht so schlecht. Eine Laterne aus Papier. Das haben wir doch. Oder müssen wir wieder nach Flusswald zurück? Ja, es gibt wieder viel zu tun. Ich merke schon. Ich merke schon, dass es wieder viel zu tun gibt. Kann ich hier irgendwas anpassen? Ja, aber dazu brauche ich Stahl in rauen Mengen. Tja, Stahl habe ich aber nicht. Stahl habe ich leider nicht. So, schauen wir mal kurz rein. Ne? Nur mal ganz kurz schauen. Was denkst du? Ist es gut? Wahrscheinlich eher nicht. Ne?